Moin Leute, ja, geht wieder hier los auf Tour. Boote jetzt schon beladen. Wir haben schon hier Schotten dicht gemacht hier. Und ja, ich mache jetzt hinten noch zu. Und jo, können wir dann auch loslegen. Alles klar. So. Abfahrtskontrolle habe ich auch schon erledigt. Und jetzt können wir durchstarten. Okay. Okay, so. Liebe Leute, jetzt können wir uns mal den digitalen Frachtbericht mal vor Augen führen. So, jetzt haben wir den digitalen Frachtbrief vor Augen und ja, wir sind ja bekanntlich noch in Inet, ja, also in Oklahoma, wir noch bei Swift Transporten, es geht nach Guymon, also auch wir verbleiben noch in Oklahoma, auch zu Swift Transport. Und ja, die Fracht sind Haushaltsgeräte, 13 Tonnen. Und erwartet wird der Spaß zwischen 20 und 21:30 Uhr. Streckenlänge 170 Meilen, roundabout, ja, 274 Kilometer Fahrzeit, 3 Stunden 36 Minuten. Ja, also sollte drin sein, ja, wenn nichts Unerwartetes dazwischen kommt. Vergütet wird das Ganze mit 1518 Dollar brutto, also ist okay. Sind so 8,63 Dollar, sorry, pro Meile. Ja, und natürlich das Fahrzeug, damit das ja alles auch rechtens ist, ne? Dass ich das dann bin hier mit der Fracht, ist dann auch dann abgebildet. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist das, hat sich das alles ein bisschen verändert, ja. Ja, guten Software-Update haben wir bekommen jetzt und ja, mal schauen, ob sich in Zukunft noch was da verändert oder nicht, aber mal schauen, man weiß ja nie, wie das immer so ist. Ne? Wird immer was abgedatet und dann kommt das eine hinzu, das andere fällt weg, ja? Wie das halt so ist. Okay, dann wollen wir nicht so lange hier weiter rumquatschen, ja? Und jetzt mal starten. So, wir schauen uns noch mal die Strecke an, ja. Also wie gesagt, wir starten hier in Inet und dann geht's dann jetzt hier westliche Richtung hier, kann man sagen, nach Guymon. Und eigentlich, ja, eigentlich ziemlich unspektakulär aus, an Woodward vorbei. Und ja, mal schauen, ob wir zwischenzeitlich ein Päuschen einlegen, vielleicht. Ja, mal schauen, wie man so danach ist. Ja, wir schauen mal. Und dann sollte es dann passen, ja. Wir wollen ja demnächst jetzt auch, jetzt geht das Ganze dann auch in nördliche Richtung. Also wir werden dann Oklahoma, denke ich mal, demnächst dann auch verlassen wieder. Also habe ich nur von meinen Jungs so erfahren. Ja, ich frage ja jetzt so nicht großartig nach, aber ist so. Das haben sie mir schon so verpoolt. Also von dem her sind wir da in dem Sinne schon drauf vorbereitet. Okay, so. Aber das nur so am Rande. Ergibt sich ja dann immer, ne? Kommt immer was dazwischen mit dem Fahrzeug. Wahrscheinlich wird sich auch dann was verändern, wahrscheinlich in Zukunft. Weiß nicht, ob wir dann mit dem, das mit dem Kenworth dann weitergeht, ja? Alles gut. Nur was gecheckt. So, das wäre das. Natürlich nehme ich euch wieder mit. Selbstverständlich, Leute. Also dann, wollen wir loslegen. Geschmeidig mal hier raus bewegen.
Da wollen wir nicht. Oder da wollten wir nicht hin. Da wollte ich hin, genau. So. So, dann öffne dich mal. Aber fix. Ah, geht doch. So. Blinker raus, in der Hoffnung, dass der KI-Verkehr heute besser drauf ist, ja. Auch das weiß man nicht. Ja, fährst du jetzt durch und bleibst wieder stehen. Ja, ich... Wirklich, da kriegst du wieder einen Lachanfall hier, wirklich. Was ist denn jetzt? Fahr doch. Fahr doch einfach. Ich stehe doch einfach nur hier rum. Ich habe nur die Angst, dass ich, wenn ich dann losfahre, ja, können wir ja, ne? Dann fahren die dann auch los und dann bang, High Life in Tüten, ja. Komm, fahr jetzt da, Mercedes, fahr. Aber ich fahre gerne ein Stückchen zurück. So, damit ihr ganz beruhigt seid und nicht denkt, ich will jetzt schon losfahren. Fahr jetzt! Mensch! Ich habe nicht die Zeit bis unendlich. Halleluja, echt, das kann nicht angehen, echt. So. Mein Gott nochmal. Wirklich. Was das manchmal soll, ne? Oder? Keine Ahnung. Mann, oh 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 Mann. Muss man sich schon so früh aufregen? Jetzt haben wir ja die letzte Zeit sind wir ja schon hier in Oklahoma hin und her gefahren, ne? Also von dem her haben wir schon ja alles nicht, aber einiges, ne? Schon wie gesagt abgefrühstückt, ja. Und ja. Das ist nicht das letzte Mal, wir werden ja sicherlich noch dann irgendwann wieder Tournee her haben. Und ja. Ich weiß nur, dass ich jetzt demnächst, wie gesagt, ich frage ja solches nicht nach, habe ich euch ja schon mal gesagt, ja. Was dann als nächstes kommt. Die Planung steht natürlich, ja. Es sei denn, ich wechsle jetzt mit einem von meinen Jungs, ist klar, oder Mädels, ja. Dann ist klar, dann muss das natürlich alles wieder für mich dann oder für denjenigen oder für uns beide dann, also wir dann immer wechseln quasi, immer umgeändert werden, das ist ja logisch, ja. Wir wollen ja nicht, dass der Dispo auch langweilig wird, ne? Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Boah, habt ihr den gesehen hier, den weißen hier? Ich gedacht, der fährt mir jetzt wenn wir bis jetzt nicht wach waren, jetzt sind wir's. Ja, auf jeden Fall mal schauen, ne? Ob ich jetzt die nächste Tour denke ich mal noch nicht. So, mal gucken. Aber dann gleich wieder mit dem Peterbilt. Jetzt kommt er langsam von meiner Sache her, ja, wenn ich da kurzzeitig wieder drauf eingehe, aber nur ganz kurz.
will ich auch gar nicht jetzt daraus jetzt noch mehr drüber reden. Das ist nicht gut. Von dem Unfall quasi, ja, Versicherung, jetzt kommt das Ganze erstmal langsam jetzt ins Rollen. Tut sie so langsam was, ja. Und naja. Immerhin ist da Bewegung da. Vorher, gut, die Bewegung war normalerweise schon seit längerem, nur man kriegt das so nicht mit. Ja? Und jetzt habe ich mitbekommen, dass das, oder Bescheid bekommen, besser gesagt, dass ja, das Ganze sich jetzt, ja. Können wir dann auch dann in Zukunft dann für unseren Fuhrpark dann, ja, dann auch ein bisschen umsehen, ja. Weil im Endeffekt fehlt ja ein Truck, ja. Naja, und ein Trailer, ne. Ja, mal schauen. Oi, 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 oi. Wir wollen ja nicht, dass noch ein Trailer fehlt, ne? Und noch ein Truck. Ja. Das wollen wir ja nicht. Wir haben die Schranke ja nur gesehen. Ah, er kommt. Wie wo, aber er kommt irgendwo. Oh, mal kurz mal rausschauen. Ah, da kommt er. Der Chlor. Ah, ja. Bisschen was Längeres, ne? Oh, geht aber. Okay, da geht's ja jetzt weiter. Ja, wie gesagt, ob das jetzt schon bei der nächsten Tour so sein wird, schauen wir mal. Aber so, dass wir dann tauschen, ne, wieder. Also, dass ich dann höchstwahrscheinlich den Peterbilt dann wieder, ja, fahren werde. Haben wir jetzt alles ein bisschen jetzt umgerödelt, ne? Kam ja, naja, aus Gründen, ne, müssen wir ja alle ein bisschen, also sind wir immer noch ein bisschen flexibel, ja, was das angeht, aber okay. Aber es funktioniert. Geht ja gar nicht anders. Sehr schön. Ja, ein Zeug ist. Läuft es so. Kann man sagen. Erze Logistics. Das Jahr ist ja bald vorüber. Ist ja nicht mehr viel, ne? Und ja, dann, das ist ja wieder geflogen, denke ich mal. Also dieses Jahr war ja, naja, teilweise ein bisschen turbulent, ja. Ja, aber okay. Oder sagen wir mal so, es war ein bisschen explosiv, sage ich mal so. Aber alles gut. Und mal schauen, was uns das dann das nächste Jahr bringt. Und ja, jetzt ist soweit alles, ja,
war trotz alledem im Großen und im Ganzen ja gut gelaufen, ja. Ja, ein paar Tiefs, ja, dann gibt es wieder so ein paar Höhen wieder und dann, naja, okay. Von der Planung her, also sprich, was man sich so vorgenommen hatte, konnte ich so nicht alles so umsetzen, ja. Auch wieder aus Gründen. Aber nun gut, ja. Das kann man ja dann im nächsten Jahr dann versuchen, dann umzusetzen. Dass da eigentlich mal mit der Garage in Mexiko dann klappen sollte. Wenn sie nicht da so horrende Preise für verlangen. Wir haben doch wirklich, also. Unglaublich. Wirklich. Wenn die tippitoppi wären, ne? Dass er, sag ich jetzt mal, ja, vielleicht nur einen neuen Anstrich, ne? Ein Schild drauf und fertig, ne? Ne, da musst du alles zum Grund auf, wo hast du für haben wollen. Boah. Nee. Nee, nee. Dann lieber nicht. Erstmal. Ganz ehrlich. Dann lieber nicht. Mal gucken, vielleicht so ein, ja, muss sich dann ergeben, das Ganze. Steckt man ja nicht drin, ne? Manchmal gibt es da so Zufälle, wo man es gar nicht erwartet, wie so manches im Leben, dann ergibt sich das dann halt, ja? Eine Tür schließt sich, die nächste geht dann auf. Ja. Da versuchen wir mal das Jahr so gut wie es geht ausklingen zu lassen. Ich hoffe, da kommt da keine großartige Überraschung noch auf uns zu. Und dann schauen wir mal. So. Es geht weiter. Oder nicht? Ja, nicht für uns. Aber jetzt. Ach, hat sich schon im siebten Gang drin oder was? So. Ja. Nicht drauf geachtet. Grüne Welle hier. Warum sage ich das? Schaltet die Ampel schon wieder um. Ich werde ja nicht mehr. So. Jetzt geht's rechts rum. Habe ich mein Navi jetzt stumm geschaltet? Kann das sein? Kann sein. Bin mir nur so gerade auf. Und so leise ist.
Sei es drum. So, was haben wir da? Als Chlor. Ah, füll mir dein Bildchen raus. Vermute ich mal. Und er kommt gerade. Ich denke mal, dass er als solches auch auf Tour geht. Mit seinem Bildchen. Schöner sonniger Tag. Herrlich. Nicht eine Wolke am Himmel. Ist noch schön. Oh, ein bisschen. Nicht so weit rechts fahren. Der Bus steht da, eine Panne. Ich denke mal, ich habe das Navi, also was ich da gemacht habe letztens, da habe ich das was ausprobiert, habe ich das glaube ich stumm gestellt. Naja gut. Aber soll sie mir auch großartig sagen, ne? Wir haben so geradeaus. Also die Strecke ist als solches ja nicht so dramatisch, könnt ihr ja sehen. Die Streckenführung. Ich glaube, alles okay.
gehen wir jetzt genau? Ach, guck an. Geht doch schneller, wie man denkt, ne? 25 Mal, das ist doch nix. Das ist ja gar nichts. Das ist wirklich jetzt bislang, also eine ruhige Tour. Würde man sich doch auch mal, ne, oder? Ohne größere. Ja. Größere Aufregung, ja, das ist, was ich sagen wollte. Verkehr, also das ist schon, das immer halt so mit. Nützt ja nichts. Aber so generell, ne? Keine Umleitung, auch so keine Unfälle zum Glück, ja. Alles soweit gut. Es ist alles super. Immer geradeaus. Das Tempo mal ein bisschen drosseln. Ja, da zeigt er mir so und so an. Also von dem her. Ist alles gut. So. Alles Taco, soweit. Supi. Oh, sollte mal auf meine Fahrbahn hier achten. Geht's rechts? Alles gut. Komme ich immer da dran? Sehe ich nicht. Hier könnten wir eigentlich dann auch einen kleinen Abstecher machen, ne, später. Mal gucken. Ist ja gar nicht mal so unübel, ne? Motel angeboten da vorne. Fein. Fein, 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 fein. Mal schauen. Kann ich sogar meinen Trailer stehen lassen. Mal sehen. Je nachdem, was ob ich dort eine Folgetour bekomme. Das will ich ja dann sehen. Okay. Ach, die Ampel, ne? Ist auch so ein Thema. Müssen wir gleich rechts ab oder was? Gar nicht, ne? Ja. Was ist denn hier los? Soll ich mich jetzt hier so
hier so rum. Also, wie das auf dem Navi so angezeigt wird. Ja, das soll ich so machen. Ist ja ganz toll. Weil wenn der jetzt hier denkt, dass ich jetzt fahre und nicht fahre, dann können wir bis zum jüngsten Tag nur hier stehen. Oder? Toll. Ganz toll wieder. Ja, wir schauen mal raus. Weil ich hinter mir wieder 42.000 Fahrzeuge. Ja, ich kann nichts sehen. Sehr gut. Ist er, ach, der fährt. Wow. Aber er wieder nicht. Ja, okay. Also da ich ja da drüben zu der Firma hin muss, ja, offensichtlich, dann muss ich das ja irgendwie jetzt bewerkstelligen. Ich sehe hier keine andere Möglichkeiten, als jetzt hier das so zu machen. Keine Ahnung. Hat soweit gut geklappt. Ja. So, jetzt haben wir hier rauf. Zum Querfeld ein hier. Na klar. Und jetzt sind wir da. Gut. Bisschen Geschnörkel. Ja, bisschen Fragezeichen, aber alles gut. So. Prima. Das sieht ja genauso aus, der Laden, wo ich losgefahren bin. Kann man so sagen. Okidoki, dann bis gleich dann mal. So, einmal hier gedreht. Dann werden wir uns noch mal reinsetzen. Und soweit in Position sind, dann werde ich dann hinten aufmachen. Kurz gucken. Ja, weiter geht's. So, hinten sind wir dran. Normal sind wir ja gut drin schon. Bisschen, ja. Die Zugmaschine noch begradigen, so muss ich so ein bisschen vorfahren, weil richtig muss ja hinten zumachen. Alles klar, so dann machen wir mal hinten zu, nicht zu, sondern auf. Alles klar, wir stehen ja eigentlich soweit ganz gut. So. Rein in die gute Stube, ne? So, dann setzen wir mal noch ein Stückchen zurück, so wie wir sind. So. Alles gut. Alles fein und schick.
Wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt noch für die paar Minuten mein Logo hier geändert. Ich habe es vergessen. Tut mir leid. Also, ja, immer dieses hier umswitchen, ja, vom ETS auf ATS und dann hatte ich das Volvo-Emblem drauf. Ne, und ich, dann kennen wir es. Aber nun gut. Ist mir ein, zwei Mal schon passiert, aber Witze machen. Hab vergessen, ne? Okidoki, Leute. Ja, das war jetzt die Tour. Und ja, waren nicht allzu lang. Und war auch eine ruhige Tour, eine entspannte Tour, sage ich mal dazu. Und ja, muss auch mal sein. Ne? Gut, dass wir keine besonderen Vorkommnisse hatten. Das ist auch mal ganz gut und schön. Und ja, da bin ich jetzt mal raus, Leute. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen natürlich. Und ja, bleibt mir nur zu sagen, bleibt so sauber wie immer. Wisst ihr ja, ne? Schönartig sein und so. Und in diesem Sinne, hasta la vista und bis zum nächsten Mal. Euer Atze Gaming. Ciao.